wenn wir sie ein bisschen mit akustischer Theorie belasten, ja, ein bisschen intellektuell fordern, was akustische Theorie angeht, nicht so sehr wissenschaftlich mit Zahlen, sondern einfach mit Verständnis, dass was eigentlich das Hauptproblem ist in der HiFi-Technik. Es ist, ich sage Ihnen die paar Antworten, die falsch sind, weil das frage ich dann ganz gerne mal, was denken Sie, was das größte Problem ist? Da kommen dann ja, was weiß ich, Strom oder was weiß ich, ja, Kalottenmaterial oder was für Kabel ich benutze. Das sind alles falsche Antworten. Das größte Problem ist natürlich logischerweise was? Das größte Problem in der Beschallung von geschlossenen Räumen ist die Akustik. Na? Sie sind ja, oder? Spricht im HiFi-Bereich nur wenige Leute drüber, weil wenn du kein Gegenmittel hast, sprichst du darüber nicht. Das ist immer so, oder? So, also, wir haben ein fundamentales akustisches Problem, indem wir uns anmaßen, in einem geschlossenen Raum, der zur Musikwiedergabe überhaupt nicht geeignet ist, und zwar alle nicht, einfach einen Lautsprecher reinzustellen, der unkontrolliert da reinstrahlt. Das kann ich machen und da kommt vielleicht auch ganz gut Musik raus und das tut sicherlich auch hier und da. Aber die akustischen Probleme werden dadurch nicht gelöst. Frage an Sie, was schätzen Sie denn? Wenn Sie sich Ihren Hörraum jetzt mal vorstellen, ja, ihr hört es ja vom geistigen Auge. Was denken Sie denn, wie viel Direktschall vom Lautsprecher Sie hören und wie viel Reflexionsschall von dem Raum selbst zurückkommt? Roundabout. In Prozent. 70%. Oh, okay. Haben Sie einen Tonstudio zu Hause? Nein. Nee, okay, dann stimmt die Zahl nicht. Der Raum würde mehr hergeben. Ja. Das ist schon ziemlich schlimm. Ja. Aber gibt's. Ja. Es gibt auch den Fall, dass ein 70% Direktschall hat. Es gibt's, aber im Raum, der Raum ist dann schon nicht mehr modern und hat sehr, sehr hohe Bedämpfung und ist eigentlich mehr ein Tonstudio als sonst was. Also hat auch keine Fenster, weil Fenster geht da nicht. Also einigen uns mal darauf, das ist auch ziemlich guter Wert, 50-50 ist schon realistisch. Meistens 60 Reflexion. In modernen Räumen 60% Reflexion ist schon auch sehr realistisch. So, mit anderen Worten, wenn wir jetzt mal so ganz wegtreten von dem ganzen Thema Equipment und was wir gekauft haben schon alles und was wir versucht haben, und einfach mal so die Distanz mal wahren und sagen, okay, was haben wir jetzt eigentlich für eine Situation? Wir haben eine Situation, wir kaufen für Zehntausende Stutz Geräte, die ja nur relevant sind für die 51%, also diese 50% auf der linken Seite, nämlich das, wo die Elektronik und wo sie Direktschall erzeugen. Ja? Das ist ja, was sie machen. So, und die anderen 50%, die ihr Raum ist, der ja eine Signatur hat, das ist Ihnen klar, ne? Also das ist ja das Problem. Wir stellen den Lautsprecher X in Raum A, der klingt in Raum A anders als in Raum B und in C wieder und in Z wieder anders. Weil der Raum so einen großen Einfluss hat, hat natürlich auch das klangliche Konsequenz, mit anderen Worten, die Vorhersehbarkeit des Ereignisses ist, ich sag mal, auf gut Deutsch beschissen. Ne? Weil Sie tagen das Ding da rein und sagen, ja mal schauen, wie das tut. Home Demo, ne? Ja, nee, tut bei mir nicht, weiß nicht warum, keine Ahnung, kannst wieder mitnehmen. Ja, das liegt einfach daran, weil das einfach dann nicht funktioniert. Und da haben Sie auch keine Gegenmaßnahme, weil Sie ja nicht hingehen und sagen, ja gut, das habe ich jetzt dreimal versucht, einmal mit Wilson, einmal mit dem, wird auch nicht besser, weil Sie diese 50% ja gar nicht anfassen. Ja, wir hatten heute früh jemand da, der hat das echt gebraucht, der hat echt richtig Geld in die Hand genommen und einen Akustikbauer geholt und hat es gemessen und hat sich richtig einen Hörraum akustisch ausbauen lassen. Machen aber im HiFi-Bereich keine 1%. Also, wir haben die Problematik, ich möchte super Musik hören am liebsten. Am liebsten möchte ich auch möglichst wenig Geräte haben in meinem Buch. Ich möchte, dass die Familie das Ding auch mitbenutzen kann. Und ich will meinen verdammten Raum nicht hören. Weil der haut mir die ganze Aufnahme zu Brei. Was auch der Fall ist. Warum? Oder warum sehen Tonstudios so aus, wie sie aussehen? Weil die halt den Raum nicht hören wollen. So, Tonstudio, also okay, fangen wir mal an. Was ist denn die schlimmste Situation in der Akustik? Was ist Ihr schlimmstes Erlebnis, was Sie jemals gehabt haben mit Akustik? Ich kann Ihnen was meins ist. Wo ist es am schlimmsten? Was ganz Normales. Blickkopfblick.
Nee, meine ich nicht. Welches Gebäude oder welche Beschallung haben Sie mal gehört, wo Sie gesagt haben, ach Gott, was ist das denn? Bitte? Nee, meine ich nicht. Sondern in welchem, drück mich falsch aus, in welcher Architektur haben Sie, sagen Sie, das kannst du nicht anhören? Bitte? Ja, das ist Baustoff, meine ich jetzt. Ich will Sie auf einen anderen Trip bringen. Eine Kathedrale, ne? Die hat eine Halbzeit von 5 Sekunden. Ja? Da willst du keinen Lautsprecher reinstellen. Dorgel tönt schön, aber Musik nein. Ja, vor allem eine Beschallung. So, oder der Zürcher Hauptbahnhof. Ja? Da waren sie ja, glaube ich, schon mal alle, schätze ich mal. Da sind halt irgendwelche Tröten an der Decke und viel Glas. Und dann kommt die Ansage: 87. Da ist eben noch die rundherum, wo. Ja, völlige Katastrophe. Muss wirklich los sein. Warum ist das so? Das hat mich immer geklebt, schon als Kleid. Du hörst es nicht. Geht nicht, weil du hast einen Indirektschallanteil von, was weiß ich, wo 90%. Das kann nicht gehen, das kannst du nicht verstehen. Das geht nicht. Dass sie denen noch nie eine Lösung gemacht haben. Ja. Das verstehe ich. Ganz schlimm. Was ist denn das andere Extrem? Wo ist denn die Akustik quasi tot? Kleiner Hinweis. Schalltoten Raum. Gehst du rein, gehst nach 3 Minuten wieder raus, weil es grauenhaft ist. Weil es Druck drückt, das Gehirn nicht in der Lage ist, keinen Schall aufzunehmen. Also gar keinen. 0 dB will keiner. Wir haben immer 30 dB mindestens, 25 dB mindestens, die ganze Zeit, auch nachts, tief in der Nacht, ist immer dieser Pegel. Und das Gehirn braucht es, sonst ist es nicht natürlich. Weil das haben wir in 100.000 Jahren in der Evolution nie gehabt. Es gibt die Situation nicht, dass es schalltot ist. Ja? Nur mal so als Erklärung. So, wir haben also das extrem schalltoter Raum und wir haben das extrem Bahnhof oder Kathedrale. Ja? Beides ist nicht erstrebenswert für zu Hause, haben wir auch nicht. Wir haben also den extrem trockenen, wir sprechen davon trocken und nass. Trockenen Raum und sehr nassen Raum. So, Sie haben jetzt, wie wir festgestellt haben, irgendwas 50-50. Ne? Ziemlich 60-40, 50-50, irgend sowas. So, Problem ist jetzt, dass das nicht besser wird, wenn man die Technologie nicht ändert. Da können Sie noch 30 Jahre lang Lautsprecher kaufen. Das Problem kriegen Sie, wenn Sie das in traditioneller Technik machen, nicht gelöst. Weil die Physik sagt, alle Frequenzen unter 700 Hertz werden sukzessive immer zirkular, also 360 Grad vom Lautsprecher abgestrahlt und involvieren damit automatisch die Glasfenster und die Ecken und die Wände und Sie hören das natürlich alles. Es dröhnt, es reflektiert, das Timing von der Musik stimmt nicht mehr. Es koloriert auch übrigens, jede Fläche koloriert den Klang, jede Fläche ist ein Filter. Das müssen Sie wissen. Ja, ob das Mendes da ein Vorhang vor dem CD ist, würde der ganze Raum komplett anders klingen. So, wenn ich also diesen Raum immer 50% mit im Spiel habe, dann kann ich da was machen, dann kann ich da was machen, dann hole ich mir einen neuen Schrank, dann klingt der Raum wieder anders. Und ich habe trotzdem meine 50.000 Euro Anlage da stehen und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, wenn man mal genau darüber nachdenkt. Das ist kontrovers, ich weiß das, aber das ist die Situation. Und da das seit 30 Jahren keiner angepackt hat, das Thema, und auch keiner Akustikbau betreiben will in seinem Wohnraum, was ist passiert? Was ist passiert? Wer von Ihnen hat Ihre, haben Sie Vollbereichslautsprecher, richtig? Haben Sie was? Ja. Wo steht das bei Ihnen? Wo, in welchem Raum? Gar nicht. Wohnraum, okay. Mhm. Schlafzimmer. Oder nochmal ein spezielles Hörzimmer oder wie auch immer. Also wir sind angetreten, damit wir endlich eine fantastische Wiedergabe wieder dahin bringen, wo die Bewohner des Hauses sich auch aufhalten. Und zwar alle. Nicht nur der Mann, der im Keller runtergeht in seine Man Cave, wie man so schön sagt, und dann die Stereoanlage anmacht und dann Musik alleine hört. Das ist nicht unser Ansinnen. Das kannst du mit denen natürlich auch machen.
Aber das ist nicht die Zukunft, weil das stirbt ganz klar aus. Wir müssen uns klar sein, dass das ausstirbt. Also in der großen Menge meine ich jetzt, dass es immer noch Leute geben wird. Es gibt auch Leute, die fahren noch Droschke. Das ist auch klar. Aber ich meine jetzt ein Markt. So, also wir wollten, dass die ganze Familie das Ding bedienen kann. Wer von Ihrer Familie fasst Ihre Stereoanlage an? Außer Ihnen. Keine Hände oben, ich hab's gewusst. Niemand. Die Frau, ja? Macht ihr's? Kann die's? Cool. Ja. Eine Platte auflegen und so, machen Sie Platten noch? Okay. Also wir wollten eigentlich, dass es so einfach ist wie möglich und gleichzeitig aber dieses akustische Problem lösen. Das ist eine Kombination aus Dingen, das ist nicht so simpel, weil wenn du viele Geräte brauchst, um irgendwas zu machen, wird es schon nicht mehr so sexy. Das ist dann schon wieder so, Prozessoren und einmessen und was nicht alles, ne, weiß nicht. Wir haben das Ding an der Wurzel gefasst, da wo das Problem entsteht, nämlich im Lautsprecher. Der Lautsprecher ist das einzige Übel der HiFi-Anlage. Alles andere ist überhaupt unkritisch. Das muss Ihnen auch klar sein. Die Quelle ist komplett unkritisch. Der Streamer, ob Sie den A oder B oder C nehmen, Plattenspieler von wem auch immer, von meinem Freund Gunter Torrens oder wie auch immer, ist ganz egal. Das ist nicht das Problem. Die Quelle, also das Signal, wo das herkommt, ist irrelevant für das Ergebnis. Das glauben Sie, dass es relevant ist, ist es aber nicht. Das hat Ihnen die Presse lange, lange und dünn eingetrichtert, dass es ganz wichtig ist, dass Sie einen neuen Stein kaufen, der dann die Platte abkratzt. Das ist aber nicht Ihr Problem. Ihr Problem sind diese 50%. Können Sie reintun, was Sie wollen, für 10.000 Euro einen japanischen handgedrechselten Pickup. Es wird doch nicht besser dadurch, weil die Akustik ist 50%, also müssen Sie daran. So, Sie wollen aber nichts akustisch bauen, weil dann das Haus anders aussieht und Ihrer Frau reicht die Scheidung ein. Also müssen wir irgendwas bringen, was so aussieht wie ein kleiner Lautsprecher, was es ja auch ist, aber klingt wie ein großer. Das ist das Erste, das gibt es mal überhaupt nie. Ein Lautsprecher klingt immer so groß, wie er ist. Das wissen Sie, ne? Es gibt eine Korrelation von Gehäusegröße, Volumen zu Wiedergabequalität. Das gibt es, ja. Wenn Sie so zwei Wege irgendwas kaufen, das geht halt bis 80 Hertz, 100 Hertz und dann ist Schluss, weil das Gehäuse ist so und so groß. Da können Sie tricksen, wie Sie wollen. Und dann kaufen Sie nächstgrößer, dann geht er bis 70 Hertz und dann geht es so weiter. Dann haben Sie irgendwann so einen Trümmer, der geht dann bis 50 oder bis 40 oder bis 30 Hertz und das Problem wird immer schlimmer anstatt besser. Weil sie immer mehr Energie, weil je tiefer die Frequenz ist, desto energiereicher ist und desto mehr regen sie ihre Noten an. Das ist kontraproduktiv. So, wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich will ein System haben, das den Raum möglichst wenig ins Spiel bringt, dann muss ich mich von der traditionellen Abstrahltechnik, die eben beschrieben wurde, verabschieden. Ich kann keinen 360 Rundstrahler irgendwo reinstellen und dann die gleichen 80 dB, die hier nach vorne auf Sie kommen, kommen hier hinten aufs Glas. Das kann doch nicht gehen. Das kennt man es halt nicht anders, deswegen nimmt man es hin. Das ist so wie, ja, beim Benzinauto muss ich halt tanken gehen. Kostet jetzt 2 Stutz, aber oder wie viel bei euch? Ist halt so. Man nimmt es hin, bis was Besseres kommt. Und dann denkt man sich, vielleicht fahre ich doch elektrisch. Ich tue es und brauche ungefähr ein Drittel des Geldes. So, nur am Rande. So, jetzt haben wir das Problem, wie kriegen wir das hin? Wie können wir den Lautsprecher, wo die Physik sagt, bei 200 Hertz, bei 300, bei 400, 500 Hertz will ich rund abstrahlen, das ist die Physik, das sagt die. Das ist bei allen Lautsprechern der Welt so, da können Sie Geld ausgeben, wie Sie wollen. Das bleibt bestehen. Es sei denn, Sie machen mit technischen Möglichkeiten, eliminieren Sie die Schallwellen, die nach hinten und zur Seite wollen, um da dann ihren Raum anzuregen und den Klang zu verschlechtern. So, und genau das haben wir gemacht. So, das sieht aus wie ein Zwei-Wege-System, wenn man drauf guckt. Ne? Das habe ich oft gehabt auf Messen schon. Oh, zwei Wege, was soll das sein? Also, nee, komm mal rein. Hier sind noch 2 Woofer und hinten sind auch noch 2. Das ist ein Mid-Range und das ist ein. Ja, das sprechen wir mal gar nicht. Wir sprechen nur über den oberen. Okay? Das ist das Fundamentalprodukt. Damit haben wir angefangen. Das ist ein Add-on. Das können Sie dann machen. Erkläre ich auch gleich, was das noch für Vorteile bringt. Aber das ist ein Vollbereichslautsprecher. Da gibt es 20 Hertz. Der hier oben.
obwohl er nur so ein paar Liter Volumen hat. So, wir haben also zwei seitliche Woofer und zwei Woofer hinten. Da vermuten dann viele ja passive Woofer oder was weiß ich, oder tote Woofer, die nur mitschwingen. Nee, die haben alle ihren eigenen Verstärker und die kriegen auch alle ihr eigenes Signal. So, und was wir machen, ist etwas, was man kardioide Abstrahlung nennt. Wer hat von Ihnen schon mal gesungen oder gesprochen in den Mikrofon? Ah, es kommt schon mal vor, ne? Bei der Tochter auf der Hochzeit. Hallo. Du bist kein Haben Sie immer gemacht. Irgendjemand. Haben Sie immer gesehen. Diese Dinger sind kardioide Mikrofone. Das heißt, das Mikrofon nimmt ausschließlich auf, was von vorne auf die Kapsel drauf kommt und was von da geschrien wird, vom Publikum zum Beispiel, eben nicht. Wunderbar. Herrliche Lösung. Und genau das Konzept haben wir hier. Nur in der Abstrahlung und nicht in der Aufnahme. Das hört sich jetzt so einfach an. Bei einer Kapsel ist es relativ einfach herzustellen, bei einem Lautsprecher nicht, weil es ist ein Vollbereichslautsprecher. Da gibt es ziemlich viele hochenergetische Bassfrequenzen, müssen hier kontrolliert werden. Da gehört eine Menge. Hi. Da gehört eine Menge, Menge dazu, wie man das die Physik überlistet sozusagen und dem Lautsprecher sagt, ich möchte, dass du, und jetzt kommt die Zahl, ich möchte, dass du 90% Direktschall machst gegenüber ihren 50, die sie mal festgestellt haben. Ja? Und deswegen klingt es auch komplett anders. Klingt so, wie sie es also wahrscheinlich noch nie gehört haben, wenn sie noch keine Keystrees gehört haben, auf irgendwie auf der High-End Swiss oder so. Es ist sehr, sehr progressiv, die Abstrahlung. Das ist nicht so, dass da vorne die beiden Lautsprecher spielen und sie und wir müssen laut machen, damit sie mit die zu ihnen kommen. Nee, also die strahlen halt auch bei geringer Lautstärke schon so ab, logischerweise. Das ist komplett Lautstärke unabhängig, dieses Konzept. Und ob ich dann jetzt leise ein Schubert-Quartett höre beim Abendessen oder ob ich dann Techno anmache bei 100 dB, das bleibt alles gleich und das bleibt auch alles komplett intakt. So, wie machen wir das? Also, wir müssen auslöschen. Ja, wir müssen das, was nach hinten will, durch ein inverses Signal, 180 Grad phasenverkehrt, auslöschen. Wer hat so ein Noise Cancelling Kopfhörer? Ja, ne? Ist ein bisschen ähnlich, nicht ganz, nichts anderes. Also der Umgebungsschall wird vom Mikrofon aufgenommen und die DSP in dem Kopfhörer, Bose oder Sony oder sowas, ist so schnell, dass er das inverse Signal dann darüber legt und sie denken, es ist still. Nichts anderes ist es. Ja? So, in der Art funktioniert das auch. Es ist natürlich deutlich schwieriger, weil wir hier viel, viel mehr Energie verwalten müssen und unterdrücken müssen als ein Kopfhörer. So, wir haben gerade gelernt, also der kardioide Frequenzgang des Lautsprechers fängt bei 50 Hertz an und geht dann hoch bis 700, weil über 700 ist der Lautsprecher sowieso gerichtet. Also der Hochzünder zum Beispiel ist eh ein gerichtetes Element. Um den müssen wir uns gar nicht kümmern. Wir müssen uns die niedrigeren Frequenzen hernehmen, die energiereich sind und die wollen 360 abstrahlen. Also, wir haben den Bereich zwischen 50 und 200 Hertz. Zwischen 50 und 200 Hertz ist jeder Lautsprecher ein Kugelstrahler, ein Rundstrahler. Jeder. Der da, die Kleinen, alles. Was sie da drauf geben, macht es. So, und das unterdrücken wir, indem wir die beiden seitlichen und die hinteren Woofer mit entsprechenden Signalen versorgen, um die Frequenzen, die nach hinten wollen, auszulöschen und die nach vorne zu belassen. Ah, jetzt fängt die drei. Ja, das ist in dem Bereich zwischen 50, das Ding ist, geht bis 20. Was wir zwischen 20 und 50 machen, erkläre ich auch noch gleich. Aber kardioid ist es zwischen 50 und 200, indem wir die beiden seitlichen und die hinteren zusammen kooperieren lassen, um das auszulöschen. Dann haben wir den Bereich zwischen 200 und 700 Hertz, die auch gerne und viel zunehmend von 700 Hertz runter nach 200 immer kugelförmiger die Abstrahlung. Das haben wir auch alles abgedeckt. Und das macht der Mitteltöner mit den seitlichen auch. Die seitlichen haben also eine Zweifachfunktion. Einmal die tiefen Frequenzen und die tiefen Mitten. Da spricht man von tiefen Mitten. 200 Hertz ist eine tiefe Mitte und dann ist dann 700 Hertz schon ganz schön hoch. Wer weiß, wo 440 auf dem Klavier sind? Kammerton A, wer spielt Klavier? Irgendjemand? Ne, können Sie, beim Schlüssel, ne, da. Das ist 440.
Und wir sprechen hier, ich spreche von 700, also das ist fast eine Oktave drüber. Das ist alles kugelförmige Abstrahlung. Wenn Sie da Klavier spielen und auf der Aufnahme, dann ist der Lautsprecher, will der kugelförmig abstrahlen. Das tut mir auch alle. Das kriegen Sie bloß nicht mit, weil es für Sie normal ist, weil Sie das einfach schon so gewohnt sind. Ja, ich höre meinen Raum. So, so funktioniert es, grob. Weil es ist relativ viel Rocket Science da drin. Das ist natürlich DSP-Programmierung und so weiter. Wir machen drei Dinge mit der DSP. Art 1 machen wir den Lautsprecher komplett flat. Also das heißt, komplett flat heißt plus minus 0,3 dB über den ganzen Frequenzbereich. Wer weiß den Frequenzgang Ihres Lautsprechers zufällig? Wann fängt er an zu spielen? Wann hört er auf? Und wie ist seine Güte? Wie sieht er aus wie die Voralpen oder wie die Hochalpen oder wie das norddeutsche Flachland? Wie sieht er aus? Ja, aber wie ist Ihr persönlicher Lautsprecher? Was hat der für eine. Was hat der für eine, das ist, wenn ich sage, wie viel Zylinder hat Ihr Auto, wissen Sie das? Ja, ne? Mein Wasserfall. Wasserfall. Wasserfalldiagramm ist was anderes. Nee, Frequenzgang. Der hat einen unteren Eckpunkt, ne? wann der Bass überhaupt zu hören ist. Das ist bei ganz vielen passiven Lautsprechern, die nicht gleich tierisch Geld kosten und riesig sind, ist das meistens 50 Hertz, 40 Hertz, da geht's los. Ist auch sinnvoll, ist keine Frage. Und dann hören die natürlich irgendwann bei über 20 Kilohertz auf, weil dann hörst du sowieso nichts. Ja, also ich jedenfalls nicht mehr. Und dazwischen drin haben wir einen sogenannten Frequenzgang. Ja? Das heißt also, wenn ich den messe, sehe ich, okay, 3000 Hertz ist ein bisschen zu schwach repräsentiert. 4000 Hertz ist ein bisschen zu sehr repräsentiert oder so. Ne? So sehen halt die Dinge. Haben Sie schon mal gesehen, oder? Also man sieht es selten und manche Hersteller geben es auch gar nicht preis, weil sie so schlecht sind, ehrlich gesagt. So, jetzt haben Sie da so eine Linie und die ist normalerweise beim passiven Lautsprecher, wenn Sie richtig Stutz hinlegen, haben Sie plus minus 3 dB. Das ist teuer. Das ist richtig teuer. Und wir machen plus minus 0,3 dB. Das ist 10-mal besser. Nur mal so zum Relativierung. Ja. Das können Sie nur machen in der digitalen Domäne. Sie können das nicht in einem passiven Lautsprecher mit welchen Komponenten auch immer erreichen. Das geht nicht. Wenn es möglich wäre, hätte ich es in den 1980ern schon verkauft. Da hätten wir gesagt, ja komm, geht nicht. Und es geht dann so weit, dass halt manche Dinger wirklich plus minus 6 dB haben. Wenn man weiß, was 6 dB sind, das ist eine Verdopplung der Lautstärke, der empfundenen Lautstärke, ist halt mit neutral und nicht verfärbend gar nichts zu tun. Nur mal so am Rande. So, sehr flat, neutral. Jetzt kommen viele sagen, ja, das will ich also nicht. Mir ist mir zu viel Höhen, ist mir zu crisp, mir zu wenig Bass, ich will, dass es mehr hupt unten rum. Sage ich, okay, gehen wir an die Key-Control, das ist das kleine graue Teil in der Mitte. Und drehen dir die Höhen wieder ein bisschen raus und drehen dir die Bässe wieder rein. Wo willst du es denn haben? An welchem? Das ist alles easy. Wenn du mal das erreicht hast in der Digitaltechnik, das Flatte, versauen kannst du es immer. Verstehst du? Das kannst du schlechter machen, kannst du es immer. Oder angleichen oder geschmacklich korrigieren, sag ich mal. Das kannst du immer. Aber wenn du das hast, dann kennst du das, das holst du nicht mehr. Das ist nämlich dann nicht drin. Ja, nur so als Gedankenanregung. So. Ich will nicht erzählen über Phasenlage, das ist ein anderes Thema, das spreche ich sehr, sehr selten drüber. Phasenlage von Lautsprechern ist eine Riesenkatastrophe. Das ist ganz schwierig zu kontrollieren im analogen Bereich. Eigentlich nicht. Da kann man nur hoffen und bangen. Und den Effekt werden Sie hier sehen, was es heißt, wenn wir ein sogenanntes Minimal Phase Konzept haben. Das haben wir. Minimal Phase ist ein digitaler Begriff. Minimalphasiger Lautsprecher. Heißt also, die Phasendrehung der verschiedenen Frequenzen ist minimal, sehr, sehr gering. Was daraus folgert, ist, dass der Effekt, den Sie kennen, Sie gehen in den, Sie waren alle auf der High-End in München schon, wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, oder auf irgendeiner Messe. Was machen Sie instinktiv, wie so ein pavlovscher Hund, versuchen Sie den Sitz des Herrn in der Mitte zu ergattern, weil Sie gelernt haben, ich muss genau in der Mitte sitzen, damit ich in der Mitte von dem Dreieck sitzen, damit ich die Qualität des Lautsprechers beurteilen kann. Richtig? Ja? Und wenn Sie aufstehen, merken Sie schon, oh ja, und wenn Sie nebendran sitzen oder zur Tür reinkommen, ist es ganz völlig anders. Das liegt an der Phasenlage. Die passiven Lautsprecher müssen so weit getuned werden, dass sie nur noch an einem Platz funktionieren. Das ist dann der.
Das ist auch ein bisschen antisozial, weil wenn die Frau reinkommt und setzt sich neben dran oder der Freund kommt, dann willst du deinen neuen Lautsprecher zeigen und dann kommt, setz dich da hier, hier ist geil. Liegt an der Technologie. Das geht in der. Du kannst keine minimalphasige Wiedergabe machen mit einem passiven Lautsprecher. Geht nicht. Geht nur an einem Punkt. Ich gehe jetzt ins Detail. So, das ist das eine. Und das andere ist, was fast noch wichtiger ist. Ich meine, wenn du natürlich aufstehst, wenn ihr rum geht, wir spielen Musik, kann man sich mal woanders hinsetzen. Die Tonalität bleibt total gleich. Du hörst keine Phasen. Kennt ihr das Gefühl, wenn er aufsteht und es macht dann so ein bisschen so, du merkst es schon, dass dein Kopf ist nicht mehr in dem Sweet Spot. Das hört man. Das ist hier überhaupt nirgends der Fall. Du kannst hier aufstehen, du kannst hinten hinsetzen. Durch diese minimalphasige Wiedergabe hast du an allen Plätzen die gleiche Tonalität. Wie es übrigens im Konzertsaal auch ist. Da ist die Stereoabbild natürlich rechts außen nicht das gleiche, aber die Tonalität ist die gleiche. Weil eine Naturwiedergabe immer minimalphasig ist. Und das musst du als Lautsprecherhersteller erstmal erreichen, eine minimalphasige Wiedergabe. Das geht in analog nicht. Okay? So, und dann kommt das fast noch größere Problem der Lautsprecherwiedergabe, ist die Geschwindigkeit der Wiedergabe und die Gleichzeitigkeit der Wiedergabe. Habt ihr das schon mal gemerkt, dass ihr das Gefühl habt, der Bass ist immer zu spät? Man gewöhnt sich da auch dran. Aber es ist falsch. Ganz oft hört man das. Gerade diese Transmission-Line haben von PMC oder irgendwas oder eine Reflexbox, die erstmal an der Wand reflektiert, um dann überhaupt Bass zu machen. Das kann doch nicht in Time sein. Weil der Weg von hier zu Ihnen ist 3 Meter und der Weg über das Eck von dem Band ist halt 4 Meter. Das kann nicht in der gleichen Millisekunde kommen. Das geht nicht. Aber wir kennen es nicht anders, wir haben es akzeptiert, ist halt so. So, das haben wir auch gelöst. Da wir alle Komponenten des Systems im Griff haben, sprich wir wissen genau, was die vielen DACs, die da drin sind, machen, was die Amps machen, wie schnell die sind, was die Chassis können. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir so kleine Chassis nehmen. Das ist keine Designüberlegung. Das ist eine rein technische und akustische Überlegung, warum man kleine Basstreiber nehmen sollte. Warum? Richtig, super. Sind schneller. Bis dann ein 12-Zöller mal wieder zurückkommt in die Ausgangsstellung, da ist der nächste Takt schon angefangen. Übertrieben gesagt, ja. Das ist einfach zu träge. Der hat zu viel Masse, der ist zu weich aufgehängt. Der macht dann so. Wenn der Bassist schön langsam macht, ist alles gut. So ist es. So, und das ist halt der Grund, warum wir die 6,5 Zöller nehmen. Die sind auch viel schicker als diese großen, was wir JBLs früher gehabt haben. Ne? Mal 10er, 12er, 15er, so Dinger. Ne? Ja, desto größer ist besser, das sagen die Frauen auch immer. So, jetzt haben wir also hier eine ganze Menge Verstärker drin, weil jeder Treiber ja sein eigenes Signal bekommt. Es ist im Prinzip ein Mehrwegsystem, wie es ja viele gibt. Also da sind auch viele Wege drin in so einer großen Wilson. Aber jeder Treiber hat sein eigenes Signal, also ein richtig eigenes Signal, eigenen DAC und eigenen Verstärker. Die Diskussion habe ich auch öfter mal. Ja, soll ich da nicht noch einen DAC vorschalten? Soll ich nicht in die Analog-Eingänge reingehen und dann irgendwie noch einen DAC da vorschalten? Ich habe so meinen Stereo-DAC, der ist so toll. Sag ich, nee, das ist kontraproduktiv. Du willst so lange wie möglich digital bleiben. Ja, aber wenn du analog kommst, mit dem Plattenspieler auch gut, dann wandeln wir das und bleiben trotzdem so lange digital durch die ganze Kette hindurch bis zur letzten Sekunde, wo dann die 6 DACs das Digitalsignal konvertieren nach analog und dann kommt ein kleines Kabel zum Verstärker und ein kleines Kabel zum Treiber. Das ist das Einzige, was analog ist an dem Lautsprecher. Das, wo es dann nachher ans Ohr geht. Alles andere bleibt intakt. Das heißt, im optimalsten Falle ist es so, du spielst eine CD, da nimmst einen Digitalausgang, gehst in die Keycontrol rein, die Keycontrol schickt die Links- und Rechtskanäle auf die Boxen, das DSP macht sein Magic und dann ganz zum Schluss werden wir analog. Das Gegenteil von klassischem High-End-Hi-Fi, wo alle sagen, digital ist schlecht.
Ja, das mag, der Spruch mag gegolten haben 1983, als die CD rauskam. Hatte die auch, die ersten Player. Das war grauenhaft. Das war wahrlich grauenhaft. Wir sind aber leider 40 Jahre später und es ist halt überhaupt nicht mehr grauenhaft, sondern es ist einfach genial perfekt. Wenn ich einen Cubus-File spiele mit 2496 Auflösung, da musst du mit keiner CD, mit keinem Player, mit keinem Plattenspieler kommen. Das ist in der Auflösung nicht anders wiedergebbar. Bums. Man muss es einfach so sagen. Ob man das dann mag oder ob sie es dann geschmacklich mögen oder damit mental zurechtkommen, das ist nämlich also erstmal gar nicht. Sondern es geht darum, das Ergebnis ist es, was nachher zählt. So, wir haben also ein Minimal Phase Konzept, wir haben einen total flatten Frequenzgang, den ich dann nach Geschmack noch verbessern oder angleichen kann. Und wir haben einen timingmäßig perfekten Lautsprecher, weil wir haben ja alle Komponenten des Systems im Griff. Wir wissen ja, da ist ja nicht, wir haben ja nicht drei Geräte nacheinander gesteckt und dann geguckt, wie das dann irgendwie zusammenspielt aus Versehen, sondern wir haben ja all die Amps, wir kennen die DACs, wir wissen, was das welche sind, wie schnell die sind. Wir können die DSP, kann genau getaktet, in sehr hoher Taktung, kann die dann das Digitalsignal weitergeben. Das ist alles komplett engineert. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Man muss auch mal dazu sagen, was wir da wohl nicht gern hören, ist mir aber wurscht. HiFi, im Komponenten-HiFi stirbt. Face it, das ist so. Meine Kinder oder eure. Machen die das dann irgendwann drüben verstärken? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die wollen einfach, das soll toll klingen, es muss einfach betreibbar sein und es muss natürlich auch bezahlbar sein auf eine Art. 100.000 Euro, das ist homöopathisch, wie Leute das ausgeben. Aber es gibt eine Myriaden von Musikliebhabern, die geil Musik hören wollen. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Der Lautsprecher ist nicht brutalst teuer. Wir hätten den auch doppelt so teuer machen können. War meine Entscheidung, zu sagen, nö, machen wir nicht. B&W, wenn draufstehen würde, würde die 30.000 Stutz kosten, nur die obere. Das weiß ich. Ich kenne die Jungs. Weil die einfach das alles ein bisschen, müsste schon einer finden, der die Knete ausgibt. Ich wollte halt was haben, was erreichbar ist, auch für jemanden, der nicht Millionär ist und nicht drei Firmen hat. Weißt du, das ist auch ein Argument, weil es ist einfach, da ist eine Menge Zeug drin. Ja, da ist viel, viel, viel mehr drin. Das sind sechs Boards, sechs PCBs, wer weiß, was das ist, drin. Die alles machen, Amps, Power Supply und was nicht alles. Da ist ein Haufen Zeug drin, da ist mehr drin, als sie in ihrer Stereoanlage da stehen haben. Mehr als in dem Ding. Viel mehr als in dem Ding. Elektronik. Aluminium hat er sehr viel. Ja, spielt aber keine Rolle. So, das ist ein bisschen, ich bringe Ihnen das von einem Winkel, den Sie so nie gehört haben. Ich spreche jetzt nicht über das Produkt und ich spiele auch nicht drei Stunden lang Musik, weil es ist hier kein Entertainment. Ich will Ihnen beibringen, wie wir denken und wo wir glauben, dass dieser Markt hingehen muss. Wenn es nämlich nicht passiert, ist überall nur noch Sonos und Bose. Und das ist nicht gut. Die Leute sind ja gar nicht mehr gewohnt, geile Musik zu hören, weil die Leute gar keine Väter haben, die einen vernünftigen Lautsprecher haben. Und die Kids, was wollen die mit ihren Earbuds da? Wie soll das denn noch ausgehen? Katastrophe. Ja, und das ist der Grund, warum wir das halt eben nicht so teuer gemacht haben, sondern greifbar für viele. 15.000 Stutz, ich weiß nicht, was der Roland dafür aufruft überhaupt, aber irgendwas ist jetzt kein Wert, wo jetzt ein normaler angestellter Musikliebhaber nicht irgendwie zusammenkriegt. Ja, muss man vielleicht ein bisschen sparen, aber gut. Aber sowas ist out of reach, das geht gar nicht. Das ist auch das Problem, das ist alles überzogen, meiner Ansicht nach, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt können Sie anfangen mit den Keys Res. Ich werde jetzt gleich mal Musik spielen. Und wir werden das so machen, dass ich die BXTs immer kann ich spontan abschalten. Ja, das kann man mit der Software machen. Dann werden wir mal hören, wie das alleine klingt und dann mit. Und dann werden Sie den Unterschied schon hören. Was es auf alle Fälle nicht ist, ist ein Subwoofer. Das ist kein Subwoofer. Die meisten Leute denken das. Ja, der ist einfach mehr Basstreiber, also ist es ein Subwoofer. Ist es nicht. Weil ein Subwoofer ist ein Rundstrahler.
Haben Sie schon mal einen gekauft? Wurde es dadurch besser zu Hause? Garantiert nicht. Die hauen nämlich noch mehr Energie in den Raum und haben noch die Noden noch ein bisschen deutlicher. Weil es eben halt nicht gerichtet abstrahlt, sondern halt wie eine Kugel. So, das ist nichts anderes. Sie sehen ja, das sind jetzt nochmal 16, insgesamt 8 auf jeder Seite, nochmal 16 Treiber mehr. Und was die machen, ist, die teilen sich jetzt den Job mit diesen Vieren hier. Ja? Das ist eine Trippelung, also das Array, wir nennen das Array, das ist ein Bus Array. Dieses Array von 4 Lautsprechern seitlich und die hinteren sind jetzt hier nochmal getrippelt, doppelt getrippelt. Die einen sind hinten, die anderen sind vorn. Wenn du weißt, wie DSP zu programmieren geht, dann ist das kein Problem, wo die sind. Die müssen nur den gleichen Abstand haben, die seitlichen zu den vorderen und die seitlichen zu den hinteren. Deswegen gibt es diesen Versatz hier übrigens, ne? Das ist zur Erklärung. Das ist auch kein Designelement, das muss so sein, akustisch. So, wir haben also dann nochmal 3000 Watt mehr Verstärkerleistung. Nicht ganz richtig. Wir haben 2400 oben, 3000 dazu, 5000 irgendwas, ja. Also das ganze System hat 5600 Watt oder irgendwas, Klasse D. Da denken sie, wieso brauche ich so viel? Ja, wir brauchen so viel, weil wir Auslöschung machen. Ja? Wir machen ja die Auslöschung, das geht auf Kosten von Energie, logischerweise. Ja? Die hören sie dann nicht. Also wie der Kopfhörer braucht auch Strom, wenn der dann aktiv ist und macht sein Noise Cancelling, da rechnet er auch. Ja? Und das braucht Strom und das brauchen wir natürlich auch. So. Mit anderen Worten, wir haben sehr viel Leistung. Wir haben auch über das hinaus, dass wir da das für die Cancellation diese Leistung brauchen, geht das System auch unfassbar laut. Das muss jetzt auch nicht jeder ausnutzen. Aber das Schöne ist, wenn du halt 114 dB kannst und hörst bei normalerweise 75, das ist klasse. Das ist viel, viel, viel dynamischer Headroom. Wenn da ein Schlagzeug kommt und der will dann ein bisschen Leistung sehen und das näher, dann kommt die auch. Da ist der Lautsprecher nicht gleich am Anschlag. Oder viele Verstärker haben auch dann gleich Probleme. Mehr Verstärker, mehr Leistung, um einfach auch in der normalen Lautstärke die komplette Dynamik zu können. Ja? So, jetzt kann man dann, wie gesagt, das G-Free alleine kann man auf dem Ständer, wir haben einen schönen schwarzen Ständer dazu oder auch einen weißen. Und die kann man dann da drauf stellen. Wir verkaufen 70% der Lautsprecher ohne BXTs, modular. Und manche kaufen danach, nach 2 Jahren, wenn sie wieder Geld haben, und machen ein Upgrade. Finde ich übrigens auch grandios, dass man seinen Lautsprecher upgraden kann. Wo kann man das schon? Normalerweise kommen sie an Tagen, sind wieder zum Händler und sagen, ich will was Größeres. Verlieren eine Menge Geld. Jedes Mal, das wissen sie. Entschuldigung, ich habe dazu gekommen. Was ist das BXT? Ist das der untere Gehäuse? Das ist das untere. Ah, das ja. Kann man nachher dazu kommen. Genau, das ist modular, das kann man einfach draufschieben. Ja, ja, und so können Sie das machen, wenn Sie lustig sind und wenn Sie einen größeren oder einen kleineren Raum oder Sie haben mehr Geld oder Sie wollen auch andere Mucke hören. Das ist ein Ding, da spricht auch keiner drüber. Und ich sage es mal ganz auch geschäftsschädigend für uns. Wenn Sie schwerpunktmäßig Klassik hören, nicht die allergrößten Orchester, sondern kleinere Orchester, also Kammermusik im weiteren Sinne, brauchen Sie keine BXT, weil auf diesen Aufnahmen ist nichts drauf, was die BXT auch nur annähernd interessiert. Das kann die Kiesri ganz allein, wunderschön, toll. Auch wenn Sie Singer-Songwriter hören, ne, Gitarre, John Baez oder irgend sowas, Gitarre mit ein bisschen Bass, kleine Pop-Kombo, solche Sachen. Das ist alles. Tausende von Studios haben mit Keith Reeves und produzieren darauf die schönste Musik. Das funktioniert alles wunderbar. Wenn Sie da hingegen, wie immer mehr Leute, jüngere vor allem, Techno, Hip-Hop, solche Sachen hören. Und ich sage Ihnen, ich bin 62 und das ist auch nicht meine Musik. Ich bin mit anderen Sachen groß geworden, ne? Also schon in den 70ern, ganz andere Sachen. Ich finde das auch geil, wenn das richtig wiedergegeben ist. Aber das ist schwierig für den Lautsprecher, weil die Transienten und die Art der Musik einfach, die harten Beats, die harten, man sagt da Attack und Decay dazu, also da kommt halt irgend so ein digitaler, ja, der ist halt da, macht
20 dB und ist dann auch wieder weg. Da machen Sie einen superschnellen Lautsprecher, der richtig was kann. Das können Sie mit einem... Bitte? Das ist im Prinzip die Anstiegskurve, wenn so ein Signal kommt. Ja? Sie haben Stille und einer haut auf die Snare. Dann entstehen da Transienten, deswegen, weil der Volumenanstieg, also der Anstieg in der Lautstärke, ist halt sehr spontan und schnell. Und das kannst du mit einem passiven Lautsprecher nur sehr schlecht. Sehr steil. Steil und auch, und dann wieder steil runter. Nicht bloß steil hoch und dann, sondern steil hoch und runter. Wir spielen gleich mal was, wo man das super sehen kann an dem Bass. Wie wenn du einen schnell gespielten Slap-Bass hast, dann ist da richtig Alarm und da kannst du nicht warten, bis der Lautsprecher wieder zu sich kommt, sag ich mal. Das ist einfach, ja, das ist so, das kann man testen. Das ist auch, das hört auch jedes Kind, das ist dann alles so, der bemüht sich da, der ist bemüht, weil es ist anstrengend und da musst du den Chassis unter Kontrolle haben, du musst hart aufgehängte Chassis haben, du musst sehr schnelle Verstärker haben und AB-Verstärker sind nicht die schnellsten der Welt. Class D ist viel schneller und viel besser zu kühlen und so weiter und ist auch viel kleiner. Das sind so viele Komponenten im Prinzip. Und deswegen, ich sage es deswegen, man kann im Prinzip Keith Reese nehmen und alles hören, alles. Auch Techno, können wir gleich mal machen. Das knallt, so haben sie es noch nie gehört. Wenn sie aber die BXCs dann dazu tun, dann ist das... Da fallen die Blompen raus. Sind ja das Standardkurven da für das DSP? Oder Nein. Wie kommt das, dass es zum Raum passt? Ach so, ja, zum Raum passen tut gar nichts. Wir regen einfach den Raum nicht an. Das ist ein guter Kommentar, der kommt jedes Mal. Man hat gelernt, also wenn man jetzt ein bisschen sich in den letzten 10 Jahren mit dem Thema Raumkorrektur beschäftigt hat, hat man gelernt, okay, ich habe meinen Lautsprecher, den habe ich sowieso. Dann hole ich meine Elektronik mit dem Mikrofon und dann findet das Mikrofon raus, was der Raum für Fehler erzeugt und wird dann entsprechend EQ'd. Ja? Wird halt ein bisschen das Problem wird unterdrückt. Das genau machen wir nicht. Sondern was diese Raumkorrektur macht, ist, sie haben einen Rundstrahler und das Mikrofon merkt, okay, da kommen von der Wand da hinten kommen 40 Hertz zurück, dann haue ich die mal ein bisschen weg. Wenn ich aber die 40 erst gar nicht erzeuge, muss ich auch nichts weghauen. Mit anderen Worten, die Abstrahlcharakteristik, wir gehen quasi einen Schritt zurück und sagen, der Lautsprecher macht überhaupt erst gar keinen den Fehler erst gar nicht, dann muss ich ihn auch später nicht korrigieren. Aber hier weiß er dann, dass es 40 Hertz sind und nicht 60? Der weiß gar nichts, der Lautsprecher. Der strahlt einfach alles nur nach vorne ab und regt den Raum nicht an. Und wenn der Raum nicht angeregt ist, dann gibt es die 40 Hertz Note auch nicht und die 60 Hertz Note auch nicht. Und der misst das dann selber? Oder? Nein, der weiß gar nichts. Der strahlt einfach die Wand nicht an. Und wenn sie die Wand nicht anstrahlen, das ist quasi ein Schritt vorweg. Das ist keine Nachberechnung eines Problems und eine Nachkorrektur eines bereits entstandenen Problems, sondern die Nichterzeugung des Problems in erster Linie. Verstehen Sie? Dann muss man nicht dauernd einmessen. Sie müssen gar nichts einmessen. Nein, Sie stellen so hin und die spielen heute Abend genauso wie hier. Machen die gar nichts. Und das ist das Geniale, weil, jetzt überlegen Sie mal ganz kurz, was das bedeutet, außer für den Handel bedeutet auch für Roland. Wenn Sie einen Lautsprecher kaufen, dann hören Sie den hier an und sagt er, ja, das klingt gut. Kann ich mir den mal nach Hause stellen? Weil Sie wissen, ich habe die 50% Problematik, in meinem Raum wird es anders sein. Mal schauen, ob es funktioniert. Man weiß nicht, was passiert, richtig? Vorhersehbarkeit des Ereignisses ist sehr schlecht. Bei uns ist die sehr, sehr hoch, weil wir den Raum halt nicht anregen und der Raum nur zu 10% eine Rolle spielt, ist also die logische Konsequenz davon, dass diese Lautsprecher heute Abend, jeder von Ihnen kann den mitnehmen, beim Roland etwas Geld lassen und sie stellen nichts bei sich auf und die werden genauso klingen wie hier. Und das ist doch eigentlich richtig cool. Finde ich auch egal, wo ich sie hinstelle. Auch egal, wo sie hinstellen. Die stehen viel zu nah an der Wand hier. Das wird ein Vollbereichslautsprecher so nah an der Glaswand ist nicht möglich normalerweise. Akustisch ist Fehler. Da würde ich dich hier stehen haben. Dann würde ich schon mal die,
die größte Sauerei um 3 dB absenke. Aber die Sauerei entsteht erst gar nicht, also kann ich sie einfach irgendwo hinstellen. Und das ist, und jetzt kommt die Sache mit der Symmetrie. Haben Sie Tonstöße schon mal gesehen? Die sind immer symmetrisch. Links, rechts, Lautsprecher, Wände. Links, rechts ist immer gleich. Das haben Sie zu Hause in den seltensten Fällen. Sie haben rechts eine Ecke, das ist ein Lautsprecher, hier drüben ist ein Ausgang, da ist die Küche oder whatever. Sitz, S-Ecke, da ist Akustik, akustisch offen, da ist akustisch geschlossen. Wenn Sie da passive Lautsprecher reinstellen, links, rechts, und hoffen, dass das Stereobild intakt bleibt, welchen Planeten leben Sie? Das geht nicht. Weil das, der Bass in der Ecke um 12 dB überhöht ist. Der hat zwei Reflexionsflächen, der ist um 12 dB lauter als der andere. Wo ist da die Stereomitte dann? Da drüben. Aber da nicht. Nur mal so am Rande. Entschuldigung. Ja. Und das Möbel in der Mitte nach links? Nö, nö, nö. Von den Wurfen? Nein. Die brauchen. Das ist aber eine gute Frage. GSRI, das kardioide Konzept, das ich gerade erklärt habe, mit diesem nach vorne schießen, braucht ungefähr diesen Betrag an Freiheit hier. Also da sollte nichts sein. Weil wir müssen ja hier das nach vorne projizieren. Ja? Das ist wie wenn sie was vor die Lampe halten. Ich gebe mal ein gutes Beispiel mit Lampe, wo ich da gerade dran bin. Sie haben ja mehrere Lampen zu Hause. Und Sie haben Rundstrahlerlampen und Sie haben kardioide Lampen. Wissen Sie das? Ne? Ich nehme jetzt mal die Begrifflichkeit aus dem Audiobereich. Wenn Sie einen Spot haben, dann ist das nichts anderes, was wir machen. Der Spot, dann nehmen Sie einen 30-Grad-Spot aus was von Osram. So, der macht hier den. Dahin, auf das Objekt. Und dann haben Sie die allgemeinen Beleuchtung, die ist vielleicht oben, so ein rundes Ding, so ein Kandelaber oder was auch immer. Das ist halt ein 360-Grad-Strahler. Immer so als Analogie. Ja? Ist schönerweise mit Licht viel einfacher herzustellen, weil die Frequenzen sind so hoch, da müssen Sie nicht viel tun. Da bauen Sie einen Spiegel und dann geht es schon mit so einem LED-Spot. Aber es ist die gleiche Idee. Ja? Da macht der Architekt sagt auch, ja, ich möchte das Objekt hier bestrahlen und nicht den ganzen Raum, sondern nur das. Dann nimmt er einen Spot, nimmt dann 30 Grad, 50 Grad und dann macht er genau das. Und das machen wir mit der Akustik. Wir sagen, wir wollen dahin, zu Ihnen, Sie hören. Die Wand hört nicht zu, das ist ja scheißegal, was Sie da machen. Da muss es hin. Das ist eine gute Analogie, vielleicht zum Mitnehmen. Ich spiele ein bisschen Musik. Tut mir leid, wenn es so lang ist. Das Laber ist immer exzessiv, weil es gibt halt auch viel zu erzählen. Und dann, wenn so hohe diese Phasenumkehrstrahlung ist, hat das dann keinen Einfluss auf die Anlage? Nein. Das ist ja dann auch Pegel, dann wenn es phasenverschoben ist. Ja, es ist nicht verschoben, es ist invertiert und dann löscht sich das komplett hundertprozentig aus. Das geht mittlerweile. Man muss jetzt dazu sagen, weil Sie schauen mich etwas unglaublich an, das ist eine Technologie, die können Sie erst seit 8 bis 9 Jahren überhaupt rechnen. Das ist nämlich ein Rechner, das ist Ihnen klar. Ne? Also da kommen Frequenzen, da kommt das Digitalsignal von Kubus und dann machen wir mit dem das, was wir brauchen. Und das kannst du natürlich nicht machen, indem du sagst, rechne mir das mal aus, ich komme in einer halben Stunde wieder und dann gebe ich das dann zum Besten, wie bei so einem Video-Editing, sondern du willst ja Play sagen und da muss die Mucke kommen. Du brauchst also irgendeine DSP, die schnell genug ist, diesen ganzen Frequenzgang zu rechnen und diese ganzen Dinge zu machen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und das ist erst seit 8, 9 Jahren überhaupt auf dem Markt, so ein Chip. Und der ist da drin. Ja, und das ist natürlich eigentlich super, weil wir lösen mehrere Probleme zugleich mit einem relativ kleinen, billigen Ding. Das kostet nicht viel Geld. Verstehen Sie? Das ist eigentlich das Geniale einer Digitaltechnologie. Du kannst mit einem relativ kleinen Device, was nicht Tausende von Euro kostet, kannst du Probleme lösen, die da sind. Das ist ja, in Ihrem Auto sind da DSPs drin, mehr als hier. Weiß bloß keiner. Ja, weil das ist, jede Autosteueranlage heute hat mehrere DSPs, weil das, sonst klingt es kacke im Auto. Ja. So, also, Sie haben schon gesehen, hat sich jetzt ausgeschaltet. Guck, haben Sie das gesehen? Wir haben jetzt rote LEDs. Ah, das muss ich noch sagen, von wegen Bedienbarkeit. Also ich komme nach Hause, die stehen jetzt so da.
Jetzt hole ich mein iPhone raus, gehe auf meinen Streaming-Service zum Beispiel, ja, auf meinen Rune oder was, was ich halt habe, und sag Play. Thank you.